Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, in der letzten Folge haben wir ja... Na, wo ist er denn? Den Sturmvogel besiegt. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Wo liegt er denn jetzt? Hier ist er. Sturmvogel. War ein harter Kampf, aber mit dem Seilwerfer ging es eigentlich recht gut. Da konnte man den recht gut am Boden halten. Und dann immer wieder mal ein bisschen Schaden drauf machen. Ging sehr, sehr gut. So, schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Hier nach oben geht es jetzt. Weiter geht es in Richtung Gaia Prime. In Richtung Ruinen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt hier irgendwann mal ein Lagerfeuer finden, dass wir ein bisschen speichern könnten. Das nehme ich für unterwegs mit. Und wir nehmen natürlich die Medizin alles mit. Boah, war echt ein harter Kampf, ey. Also die Kampfmaschinen sind echt heftig. So, 200 Meter noch. Oh. So, hier ist noch was mitnehmen. So, 140 Meter noch. Da bin ich echt gespannt. Da müssten wir an den Ruinen ankommen. Und hoffentlich gibt es da ein Lagerfeuer. Das brauche ich später noch. Ah, jetzt wird schon wieder ein bisschen sonniger hier. Ist ja auch krass, finde ich, in dem Spiel, dass man halt einfach die Gegner auch nicht locken kann. Also einen Lock nehmen kann, dass man die halt gelockt hat, praktisch, dass man die nicht aus der Sicht verliert. So hat man halt immer extrem zu tun, muss sich drehen, dahin, hierhin. Das finde ich aber geil gemacht, wenn man es einfach ein bisschen fordernder ist, finde ich. Als wenn die Gegner immer im Target automatisch sind. Wow. Geile Sache. So, hier ist ein Dungeon-Gebiet anscheinend. Also ich habe hier auf jeden Fall so eine Art Eingang, Höhle oder sowas. So, schau mal, was uns jetzt da erwartet. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Ich will nur ein Lagerfeuer haben, Leute. Warum gibt's denn hier nichts? Aber okay, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Bin gespannt, was da für Maschinen auf uns warten. Wahrscheinlich... Oh, jetzt habe ich gedacht, hier ist ein Vogel oder sowas. Okay. Nicht runtergucken. Nicht gucken. Warum soll ich nicht runtergucken? Ah, hier ist ein Lady. Gaia Prime. Gibt hier draußen noch was? Nö. Sieht nicht so aus. Okay, dann schauen wir rein. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein.
Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Okay. Wann bist du gekommen? Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Reparatur von Gaia. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Alles klar. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Okay, dann schauen wir mal rein. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Okay, Scan aktivieren. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. So, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um, würde ich sagen. So, was ist das hier? Nehmen wir alles mit. Pass auf, wo du hintrittst. Schaut verdammt geil aus. Gespannt, was hier wieder für Viecher auf uns warten. Oh mein Gott. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl, Leute. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir gleich gegen so eine Supermaschine kämpfen müssen. Okay, geht's ziemlich weit runter. Ich weiß nicht, ob wir da runter, ob wir da ranspringen können. Ne, das ist von da oben gesehen, gell? Ich glaube, wir müssen hier runter. Aber erst will ich schauen, was uns da drin erwartet. Gegner sehe ich jetzt keine. So, wo lang geht's? Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Hä? Da runter oder was? Da runter.
Wow. Die hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Rüber da, komm. Nicht antworten. Hoch. Das wäre geschafft. Okay, hier geht es anscheinend auch wieder runter. Oder müssen wir eher nach oben? Nach oben. Na, hoch sollst du. Hello, komm. Zieh, komm. Sehr gut. Optimoe. Hier müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. So neugierig wieder. Geht's nicht hier hin? Langsam. Fünftausend Wege hier. Weiter. Elisabeths Zimmer. Ich war... Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay, geht's hier nicht raus, oder? Hier durch. Suche den Schrein. Dann suchen wir den nochmal. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden.
Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa? Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein. Es lässt sich nicht machen. Der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern. Dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also. Lassen wir's. Also. Mach's gut, Liz. Und. Wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Okay, rede mit Silence. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zu lassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt sich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Okay, untersuche die Ruinen nach der Masterüberbrückung. Schauen wir nochmal, ob wir das finden. Gehen wir hier hoch. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Wieso komme ich da hin? Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Okay, hier hoch. Oh! Boah! Gerade noch gesehen, du. Hoch, da komm. Und da rüber. Hoch, komm, ey Leute, zieh.
So, 29 Meter noch. Und wo geht's hier weiter? Hier hoch. Okay, hier hoch. Fuck, schaut das geil aus. So, dann machen wir auf die Tür hier. Aloy. Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist... Ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen... Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Krass. Er hat die alle umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Und hier ist die Masterüberbrückung. Ich hoffe doch mal, dass es jetzt wirklich auch ist. Aufnehmen, Masterüberbrückung. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Kehre in Silence Werkstatt zurück.
Der ist ja ganz am Anfang. Können wir da nicht hinporten? Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Das ist schon klar, ich bin ja nicht blöd. Hä? Wo denn hin jetzt? Hier hoch oder was? Was? Wohin denn? Wo muss ich denn hier hin? Hier hoch. Ich habe keinen Plan, wo ich bin, Leute. Hier vielleicht lang? Nö, hier muss ich nicht lang. Kehre zur Werkstatt zurück. Ich bin vielleicht hoch, ne? Zeig mir doch die Richtung an. Spinn jetzt. Da hoch. Ah, hier kann ich klettern oder was? Ah. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd beschrieben, aber. Dahin. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich hier rauskommen. Wahrscheinlich wird wieder irgendwas passieren. Komm hoch, Aloy. Ne, jetzt sind wir schon da. Du bist... Ging aber schnell da hoch. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so, ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Sag jetzt nicht, dass der dazugehört. Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja.
damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Und wie stoppe ich Hades? Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Master-Überbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Okay. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt... Okay. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Bau mal, Aloy. Bau. Okay. Das ist meine neue Waffe jetzt. Wir halten Silence Lanze. Schauen wir doch mal schnell. Inventar. Waffen. Silence Lanze. Okay, die ist schon ausgerüstet. Geiles Ding. Damit würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Weil ich denke, dass wir uns jetzt schon so langsam dem Schluss nähern und ich denke mal, viele Folgen werden es jetzt nicht mehr sein, aber schaltet auf jeden Fall wieder ein, es ist sehr, sehr spannend. Wenn es euch denn ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Like, Kommentar oder auch ein Abo freuen, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. So, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Andi.